the first time, the 12 Forerunner World Gates were found. With it came the gift of travel, and the trade routes between the surface and the underworld were established. But the peace did not last. Soon the gazes turned on the Forerunner relics, fueling the gates. A terrible war ensued. Countless cities were razed to the ground, and the civilizations with them. Without the power of the relics, the world gates fell silent, one by one. With uniting the relics, one could reawaken the gates of Thanatos and reopen the way to the surface. We already possess one of these relics, the Orb of Wisdom. With the information obtained from the Sunken City, we have located the resting place of the final orb. It lies in the Temple of the Crowned God, our final destination. Und somit hallo meine Lieben und willkommen zurück zu The Hive. Wir sind bald am Ende der Alpha angekommen, der Early Access Version, die auf Steam erhältlich ist, und bewegen uns sozusagen jetzt in die Richtung, dass wir diesen Orb finden müssen, also diese Kugel, die uns dann schlussendlich auch den Weg an die Oberfläche ermöglichen soll. Und da müssen wir natürlich schauen, dass das alles so hinhaut. Dass wir das hinkriegen. Nahrungstechnisch haben wir hier gerade ein kleines Problem anscheinend. Wir haben sehr hier oben etwas Nahrung. Aber Erz ist hier und Erz wird meines Erachtens als erstes benötigt für weitere Gebäude. Gut. Hier sind einige Viecher. Hier oben ist eins. Hier ist eine Truhe. Kann ich die überhaupt öffnen? Weiß ich nicht. Hier ist eins, hier ist Fisch und hier unten ist Erz. Das heißt, wir müssen so einen Mittelweg finden. Anscheinend brauchen wir einen großen Platz für eine Basis. Ich Zimmer ist dann direkt auch da, wo wir aufgetaucht sind. Ich vertraue da dem Spiel direkt mal. Und dann bauen wir hier unseren Hive auf. Und dann werden wir sehen, wie heftig diese Mission wird. Die Karte ist groß, sehr groß. Wenn ich so gucke, gibt es doch einiges zu tun. Wir fliegen mal kurz über die dunklen Gebiete. Strike at the heart of the Chalatoi Empire has left a mark. The whole empire is crumbling around them. The other races have sensed this weakness and strike at them to regain territory. Strike down the Aralok lizardmen and search the area for anything valuable that has been left behind. Das ist jetzt sehr interessant, aufgrund unserer Machenschaften, dass wir, naja, so stark diese Gegner bezwungen haben, die ihre untergegangenen Götter anbeten, mit diesem komischen Wikingerhelm, haben wir es also hingekriegt, dass jetzt die anderen Rassen, also auch diese komischen Echsenmenschen, angefangen haben, die ebenfalls anzugreifen, weil die glauben, hey, die sind schwach, wir können folglich mehr Territorium besitzen. Es ist ein normaler Schachzug in Zivilisationen, die kriegslustig sind. Das ist auch anzuwenden auf die Zeit auf Erden sozusagen. Das heißt, naja, keine Spezies ist davor gefeilt. Jeder macht das.
So, okay, ein bisschen Truppen jetzt erstmal ausbauen. Die Nahrung müssen wir jetzt versuchen hier zu ziehen. Ich würde ja auch sehr, sehr gerne mal so... ja, Kammern bauen, in der wir... also ich würde gerne mehr eine größere Gebäudevielfalt haben. Und nicht nur Einheitenvielfalt. Die langsam aber sicher interessant wird, weil man halt seine Einheiten updaten kann. Aber ich würde halt hier wesentlich mehr bauen wollen. Ich würde auch gerne, dass die Gebäude sich dann so ein bisschen insektenmäßig miteinander verranken. Na, das sind doch alles Ideen. Bin mal gespannt, ob das Spiel auch nur uns... also ich habe schon so eine Vorstellung. Ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel uns an die Oberfläche bringt zum Schluss. Und wir sehen, wie die Menschheit ankommt, die von der Erde geflohen ist. Und dann ist das vorbei. Das war dann die Early Access Version. Und da habe ich ja ein bisschen Angst vor. Sowas ist ja immer so ein richtig krasser Cliffhanger. Sodass das richtige Spiel gar nicht diese Käfer hier sind. Das wäre natürlich der Oberhammer. Das gilt es halt rauszukriegen. Gut, keine Nahrung hier für uns. Keine weitere. Etwas problematisch, wenn ihr mich fragt. Das heißt, wir müssen damit jetzt dealen, klarkommen. Wir haben einen Erzhaufen auch nur. Das heißt, wir müssen hier hinten rüber und hoffentlich andere Ressourcen noch finden. Und müssen jetzt auch unsere Ressourcen gut nutzen. Das heißt, wir haben 100 Nahrung, sollten als allererstes eine Queen rufen. Und danach das zweite wäre der Avatar. Mit unserem Arbeiter gehen wir hier mal rüber. Na komm her, kleiner Kerl. Hier unten sind noch Fische, aber ich glaube, hier erwarten uns dann vielleicht schon ein paar Lizardmen. Lizardmen. Obwohl... kann ich dir das noch abbrechen eigentlich? Nee, geht nicht. Okay. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Nicht schlimm. So... den Avatar noch. Hier unten ist jetzt ein Turm gebaut worden. Mit dem Radius. Wir können ihn destroyen, also das Gebäude vernichten, aber ich glaube, wir kriegen keine Ressourcen dann wieder. Das können wir natürlich nochmal ausprobieren. Und jetzt ein paar Nahkämpfer holen. Der Arbeiter bleibt dann uns erhalten. Den stelle ich mal hier hin. Da bleibt er jetzt mal. Unser Avatar ist auch fertig. Königin und Avatar. Jetzt könnt ihr euch die mal in aller Ruhe mal kurz anschauen. Königin mit den Zangen hier vorne. Der Avatar. Erinnert so ein bisschen an die... Krabbenmenschen von Fluch der Karibik. Da gab es auch einen, der hat so eine Muschel auf dem Kopf gehabt. Aber halt sehr weit hergeholt jetzt von mir. Etwas übertrieben, schätze ich. Aber das ist mir gerade so in den Sinn gekommen. So, gut, hier oben werden wir nicht angegriffen. Ich habe hier oben schon diese Brücke gesehen. Ich glaube, die öffnet sich, sobald wir die Lizardmen bezwungen haben. Und hier ist schon einer. Bevor ihr mich jetzt angreift, reagiere ich da natürlich als erstes. Oh, der hat geguckt. Der hat kurz geschaut, was so los ist. Das ist ja frech. Zwei Hunter-Truppen noch ausbilden. Ein bisschen Fernkämpfer. So, die gehen jetzt mal nur hier hin, zu diesem Tempel. Der hier.
So, mal kaum wie die, schauen, wie die Lizardmen klarkommen mit... Oh, ich muss noch... Das habe ich ganz vergessen. Klarkommen mit Lufteinheiten, wollte ich sagen. Die Königin, wir müssen natürlich noch kurz so ein bisschen... So ein paar Sachen eintragen. Aber erstmal zurück. Ich muss hier erstmal ausrüsten mit unseren Ressourcen, die wir haben. Das heißt, die Königin hat jetzt schon so ein bisschen was bekommen, aber es fehlt noch Schild und es fehlt noch Helm. Ich guck gerade, was hier noch geht. Das ist ein Schild. Ja, so. Das ist auch ein Schild. Das ist besser. Unten seht ihr den Status-Effekt. Ich glaube, einen Helm haben wir nicht. Okay. Königin ist ausgerüstet. Jetzt gehen wir auf den Avatar. Mehr Defense. Mehr Angriffskraft. Noch mehr Defense. Das war besser. Unten seht ihr den Status. Wir haben... Eine Waffe. 36 macht's jetzt. Ja. So würde ich es erstmal lassen. Die sammeln sich jetzt mal hier. Hier ist unsere Wespe. Wir haben ja ein bisschen Nahrung jetzt gesammelt in der Zeit. Erze auch gesammelt. Ich würde sagen, wir gehen mit dem Trupp hier schon mal rüber. Und schauen jetzt... Dass wir eine Insel nach der nächsten. Hier ist zum Beispiel so ein kleiner Kerl. Die kleine Insel gehört jetzt schon mal uns. Hier unten ist Fisch. Hier ist nichts. Und hier ist Erz. Sehr gut. Das heißt, unser Arbeiter kommt hier jetzt schon mal her. Und wird hier eine Worker Den bauen. Das heißt, wir haben hier Erz. Und wir haben hier Fisch. Also eine normale Ressourcenquelle und eine Erzressourcenquelle. Sehr wichtig, wie ich finde. Aber bevor wir jetzt hier weiter rumlaufen, ziehe ich die Truppen ab und gehe hier hoch. Also wir gehen von hier unten hier hin. Machen das clean. Weil ich damit schon gerechnet habe, dass hier eine Armee so ein bisschen auf uns wartet. Und wenn, dann werfen wir deren richtigen Trupp entgegen. Und gut gegen diese Echsen sind wirklich Grundeinheiten. Die wir jetzt alle hier oben hoch bestellen. Die Worker Den ist fertig. Wie viele DNA-Punkte haben wir? 465. Ja, ich möchte schon unsere Verteidigung auf Level 2 bringen mit 500 DNA-Punkten. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, wie sieht es hier oben aus? Der Arbeiter ist fertig. Der auch. Der auch. Guck mal hierher zu dritt. Die ziehe ich auch schon rechts rüber. Hier hin. Das heißt, einer kann hier an den Fisch gehen und die anderen beiden bleiben hier, weil ich glaube, hier oben werden sich noch mehr Ressourcen offenbaren. Unsere Truppe wird halt gerade etwas größer. Hier kommt der letzte Legionärstrupp hier oben. Das ist ein Hunter-Trupp. Die werden etwas schneller produziert, die Hunter. Das sind Fernkämpfer. Das sind die, die so diese grüne
Kacke spucken. So, ihr drei bewegt euch hier hin. Ich glaube, Erz hier unten ist auch abgebaut. Ja. Du kommst auch hier hin. Gut. Das ist unser letzter Trupp. Wenn der oben ist, geht's los. Dann ziehen wir nach rechts. So. Das war doch gut, aber um zu regenerieren, einmal zurück zum Hive. Die Wege sind manchmal länger, als man denkt. Also man stand jetzt eben hier oben. Ich sag, komm, kommt doch mal kurz schnell runter zum Hive. Ja, Pustekuchen. Das dauert dann doch manchmal, bis die da sind. Wir haben jetzt im Übrigen 512. Das heißt, ich kann jetzt in der Worker Den hier die Defensive erforschen. Auf Level 2. Das heißt, alle kriegen gleich einen Defensivbonus. Das sehen wir jetzt hier. Der müsste gleich von 5 bei der Königin auf 6 springen. Na gut, das dauert wirklich ein bisschen. Aber ich gehe davon aus, dass er auf 6 springt. Das sehen wir. Also jetzt hat die Königin 5 oder der Avatar 6 und unsere Kleinen haben 1. Und der Leader dieser Truppe hat eine 2. Das müsste vielleicht irgendwie hochspringen gleich. Mal gucken. Das wird sich halt dann gleich zeigen. Wie sieht es hier jetzt aus? Die Hälfte haben wir erforscht davon. Turm ist auch fertig. ...85... klicke ich mal die Königin an, dann gucken wir, ob das überhaupt was bringt, was wir hier erforschen mit den ganzen DNA-Punkten. Ja, ist auf 6 gesprungen. Jetzt haben alle noch mehr Verteidigungskraft. Und der nächste Forschungspunkt kostet 750. Das wird aber vermutlich Attack Upgrade Level 3 sein bei mir. Das heißt, auf 750 DNA-Punkte sparen wir jetzt. Um da irgendwas dann erforschen zu können. So, hier oben ist ein Fisch. Hier. Eine größere Nahrungsressource. Und hier oben, das ist hell ausgeleuchtet. Hier ist Nahrung als kleines Wesen. Hier ist ein hässliches Skelett. Ja gut, also diese Echsen sind natürlich nicht so kräftig am Anfang, aber wir kämpfen halt gegen 2 jetzt. Einerseits gegen diese Echsen, andererseits dann später gegen diese untergegangenen, komischen, fetten Wikingerwesen. Hier ist ein guter Platz für ein Hive, wie ich finde. Und hier ist eine Truhe. Wir müssen ja die Arbeiter eh holen. Das heißt, die Arbeiter laufen mal hier oben erstmal hin. Dann hätte ich gerne von einem hier ein Hive gebaut. Einer läuft mal zu unserer Armee. Und wiederum einer fängt schon mal an, hier Fisch zu sammeln. Ah, hier ist Erz. Sehr gut.
Ja, doch, der Hive-Ort da oben ist in Ordnung. Hier ist noch mehr Erz. Ein perfekter Ort für ein Lager. Dann gehen wir mal hier runter. Hier liegen irgendwelche Sachen. Waffen. Ein Schild. Keine Ahnung, mal gucken. Mal gucken, was uns jetzt hier unten erwartet. Ah, die machen wir schnell fertig. So, hier oben ist deren Hauptquartier. Das geht über die Treppe. Das heißt, die bleiben jetzt mal hier. Hive ist fertig. Wir brauchen noch so vier Arbeiter, die wir jetzt hier mal bauen. Die hier alles in der Umgebung dann abgrasen werden. Weil die Nahrung können wir dadurch endlich wieder auffrischen. In einer ordentlichen Menge. Hier sind noch zwei Tiere, die geholt werden müssen. Ich guck kurz. Hier oben ist kein Fisch mehr. Die Truhe wird aufgemacht. Der hier geht zum Erz. Vorerst. Und wenn der fertig ist mit der Truhe, geht der hier unten zum Erz. Dann würde ich vorschlagen, dass wir hier unten dann ein Lager bauen. Der ist fertig. Kommt hierher. Das war's dann auch. Er hier hat keine Aufgabe. Der möge hierher kommen und dann gucken wir mal, wie wir weiterverfahren. So, und wir gehen jetzt mit dem Trupp hier hoch. Der Kampf wird nicht auf der Treppe stattfinden. So. Was liegt hier? Die Echsenmenschen sind primitiver, oder diese Echsenwesen sind primitiver als die anderen. Sie sind nur zahlenmäßig denen vermutlich etwas überlegen. Aber wir radieren sie aus hier. Ich glaube, hier oben erwartet uns dann der Anführer. Ja. So. Advanced aqueduct system once powered this city. It may be possible to awaken the old machines. Search the ruins and repair the ancient construct. Cool. Das machen wir. Wir sollen die Ruinen mal überprüfen. Hier war ein Gegenstand. Alles, was so blinkt, können wir dann hier neu aufbauen. Hier hinten auch. Wollen wir mal schauen, ob wir davon noch mehr finden. Alles, was so ein bisschen danach aussieht, zu einem Aquädukt gehört zu haben. Hier oben ist schon aufgebaut jetzt. So, dann noch hier noch hoch. Hier ist Erz. Und eine Truhe. Und noch Gegner. Dann ein. Gibt es einen Attack Move? Hierhin. Gut, hier ist nichts weiter. Wir haben aber bestimmt einen Arbeiter, der. Genau. Die Truhe aufmachen mag. Die Truppe hier
sammeln wir dort. So, und jetzt suchen wir mal weiter nach ein paar Teilen, die uns entgegenspringen, die zum Aquädukt vielleicht dazugehören. Hier. Das gehörte dazu. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Ah, wir haben's. We must make the water flow again. Only then can the bridge rise from the depths. Okay. Wir sollen die Aquädukt-Richtung beeinflussen. Ah, ich sehe schon. So. Und hier unten machen wir jetzt den. Zack. Und hier drehen wir den zweimal. Das hat geklappt. Ah ja. After thousands of years, the machines speak again. Sehr schön. Also wir reparieren hier die alte Zivilisation als Käferfraktion. Das hätte ich eigentlich von den anderen erwartet. Nichts leichter als das. Die Truppe kommt jetzt zu dieser Brücke. Bleibt dort auch erstmal. Wir haben wieder sehr viel Nahrung gesammelt. Ich würde sagen, so 4 Rhinos kommen allein mal her. Der ist jetzt hier. Wir haben hier unten, glaube ich, noch irgendwo Eisen gehabt. Was ich noch übersehen hatte. Wir haben hier die Nahrung und hier ist Eisen. Das heißt, ich baue noch so einen Worker Dan hier hin. Und danach kann er dahin gehen und den fangen. Unsere Truppe ist hier. Teilen das jetzt mal kurz ein bisschen auf. Bessere Übersicht. So. Die Rhinos sind gleich fertig. 2 noch. Einer noch. Die etwas größeren. Und dann kommen noch ein paar Westen dazu, würde ich sagen. Sagen auch so 4. Und der Rest wird dann mit Legionären wieder aufgefüllt, also direkten Nahkämpfern. So, der ist fertig. Kümmert sich um das Vieh. Mit F1, wenn ihr das Spiel spielt, könnt ihr auf Idle Arbeitskräfte hinaus. Also ihr könnt dann gucken, welche Arbeitskräfte gerade nichts tun. So, und unsere Rhinos hier, die rüsten wir jetzt auch ein bisschen aus. Mit allerhand Zeugs, dass sie stärker werden. So. Oh ja. Gut ausgerüstete Rhinos sind das Beste. Wirklich, also die sind sehr, 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 sehr gut dann. Ziehen ja so schon sehr viel ab. So. Und dann bis zum Population Cap, hoch auf 40. Schmeißen wir jetzt hier die Einheiten raus. Der ist auch idle. Den schicke ich da mal zum Erzsammeln. Und der Rest, der idle ist von den Arbeitskräften, kommt hier schon mal her. Und dann haben wir gleich genug Nahrung,
gesammelt, um hier oben auch und auch genug Erz gesammelt, um direkt, wenn wir über die Brücke gehen, auf dieser Insel notfalls auch nochmal eine Basis bauen zu können. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir müssen bis hier uns hochkämpfen. Das ist alles jetzt unseres hier. Der gesamte Bereich gehört uns. Ach, und für alle Interessenten. Ich habe natürlich so meine Stammzuschauer bei jeder Season. Für euch Stammzuschauer bei The Hive. Ich habe auch schon ein RTS-Game, welches Hive ablösen wird. Das wird einigen Leuten hier sehr gefallen. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, ja, was ihr dazu sagen werdet. Ich sag mal so, ich habe sehr lange drauf gewartet. So, die Legionäre sind fertig. Kommt hoch, meine Kleinen, kommt hoch, meine Kleinen. Und dann kann es losgehen. Gibt es jetzt einen Attack-Move genau hier hin? Ein Attack-Move. Den sollte man auch beibehalten. Sehr gut. Eine Wespe haben wir gerade verloren. Die sind auch stärker, das habe ich euch gesagt. Aber hey. Nicht so stark, dass wir ein Problem haben werden. Und das hier ist auch schon eine Insel, die anscheinend uns anspornt, hier eine Basis zu bauen. Mit der Nahrung drumherum. Bisschen weiter. Warten wir mal hier. Die Arbeitskräfte holen wir mit. Hier hin. Hier haben wir was vergessen. Wo seid ihr denn? Wie, ihr wollt nicht mehr? Dann Retreat. Geht auch nicht. Natürlich blöd, dass die jetzt hier so ein bisschen festsitzen. Die wollen gar nicht mehr. Okay, gut. Dann machen wir diesen Drachen hier jetzt kurz platt. Die halten ja nicht so viel. Dann gehört diese Insel hier schon uns. Noch kurz schauen, was hier unten ist. Hier werden auch noch ein paar Gegner warten. Ja. Ein paar Wespen verlieren wir. Ist nicht schlimm. Ich hätte jetzt auch zurückholen können. Okay, die Insel ist jetzt unser. Eingenommen. Okay, ich habe die jetzt mit Entfernen löschen können. Weil die waren ja dann da ziemlich geblockt gerade. Hier unten werden die Rohstoffe gut produziert. Die Worker Den ist fertig. Das heißt, wir holen uns alles wirklich, was zu holen ist. Ich finde das ganz wichtig.
Der baut hier oben ein Hive. Und auch für die Produktion sollten wir hier eine Baracke bauen. So, die beiden Gebäude entstehen. Der ist schon idle. Langer Weg, aber du kommst mal her. Gebäude entstehen. Wunderbar. 285 DNA, das heißt, wir brauchen noch eine Menge, um das hier hinzukriegen. Der geht jetzt mal zu dem runter. Der andere Arbeiter, der hier kommt, der auf dem Weg ist, er hier, kriegt dann den Auftrag, den hier zu jagen. Okay, und somit haben wir das schon hingekriegt. Hier, jetzt kommt ihr mal zurück, kommt an den Hive. Und wir bauen zwei Legionäre und eine Wespe. Die Wespe kriegt mal ein bisschen Add-ons reingedrückt. Unser letzter Arbeiter hoch. Und dann haben wir diesen Bereich hier eben oben auch bevölkert. Wespe kommt hier mal her. Die ist ja schnell. Schnell produziert, schnell fliegend. Wespen sind gut. Wespen sind flott. Hm, da ist sie. So, auf der Brücke einmal sammeln. So, wir machen das jetzt mal wirklich so, dass die Wespen hier als Aufklärer dienen. Und doch recht ordentlich Gegner. Okay. Aber wir wissen, wie wir kämpfen müssen gegen euch. Einer nach dem anderen. Ihr seid keine Gefahr für uns. So, weil wir einfach in Massen angreifen. Hier sind Gebäude, die reißen wir gleich ab. Reißen wir jetzt ab. Hier können unsere Wespen das auch erledigen. Dann mal bis hierhin. Wartet hier oben was auf uns? Nein. Oh. Ja. Hossa. Okay. Dann erstmal auf den Champion hier vorne. Ja, wir schaffen es, aber das ist natürlich schon krass, wenn solche Einheiten kommen. So eine richtige Kämpfertruppe. Aber dank der Auflevelung, ich meine, wir sind jetzt schon wirklich auf einer ziemlich hohen Stufe, haben wir hier fast keinen verloren. Wir haben gar keinen Käfer verloren, ne? Dann sammelt euch mal hier.
Genauso wie meine Arbeiter jetzt alle hochkommen. Gut, Weg ist berechnet. Und die Legionäre kommen hier zur Seite. Wir bauen da oben noch ein Hive. Wir nehmen natürlich die Nahrung mit, die hier liegt. Aber ich glaube, es ist fast nicht nötig, jetzt nicht weiter voranzuschreiten. Aber ich bin halt so einer, ich baue unglaublich gern meine Basis dann noch auf. Können wir diesen Zwischenteil hier einfach einnehmen? Ja, können wir. Die Arbeiter sind hier schon angekommen, laufen hier alle rum, kommen alle hier hoch. Und dann geht es jetzt hier rechts gleich auf die nächste Brücke zum letzten Kampf in dieser auf dieser Karte. Ich würde sagen, unsere kleinen Kerlchen hier fliegen mal vor und gucken mal, was hier so los ist. Ein paar Truppen finden wir. Vielleicht können wir auch einfach ein paar auf diese Brücke locken. In unsere Arme, in unsere Käferarme. Hier ist sehr heller Boden. Verrückt. Hier ist ein oberer Tempel. Ich glaube, hier oben erwartet uns... Ah, hier ist ein Tor. Aber viele Gegner habe ich gerade nicht gesehen. So viel wird uns hier gar nicht... Hier ist nicht viel. Also hier ist es definitiv nicht nötig, eine Basis zu bauen. Hier ist jetzt gesagt worden, defeat the Chalatoi. Das können wir. So. The temple gates may be opened with the seal. It has the following runes written on it. Shade beneath the sea of the dead. Arcan and Zoroth. The cursed heart of the dreamer. Solve the puzzle. Was heißt das? Also ja, ich weiß, was das heißt. Ich soll das Rätsel jetzt lösen. Ach, ist es wieder sowas? Okay. So. Ist das nicht richtig? Nee, nicht ganz. Jetzt. Sieht böse aus. Oh! Who dares awaken Arcanoth? Mensch! Who defies the will of my maker? Kennt ihr noch die Kerle von Herr der Ringe? Mit der Hand von Saruman, der weißen Hand? Die sich dann in den Tod gestürzt haben von den Uruk-hai, der sieht so aus. Ja, komm. Das schaffen wir. In einer direkten Attacke. Unsere Wespen kommen nochmal zur Seite, die haben ordentlichen Angriffswert. Oh! Was? Nein.
Okay, wir müssen immer reagieren, wenn er hier seine Steine schmeißt von oben. Ja, komm her. Unser Avatar kann auch nochmal mitmachen. Gut. Ja. Alles klar. Geschafft. First of the Chalatoi lies dead on your feet. Way to the temple is open. Claim your destiny. Ja, wunderbar. Der Fall der Chalatoi. So, vorletzte Mission. Es gibt noch eine. Eine gibt's noch. Die kriegt ihr dann morgen oder übermorgen von mir geliefert. Und ich bedanke mich, dass ihr zugeguckt habt. Ich habe Spaß dran. Ich hoffe, ihr auch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ach ja, und wenn es euch Spaß gemacht habt, dann könntet ihr auf diesen Daumen nach oben klicken. So, okay, macht's gut. Tschüss.